Herzlich willkommen zu unserer zweiten Maschinenvorstellung mit unserem großen Johnny. So, wir machen heute die zweite Maschinenvorstellung mit dem John Deere. Und ihr seht schon, wir haben Weihnachtsmünzen auf. Bei Tim habt ihr es ja auch schon im Trecker gesehen. Denn wir wollen ein paar schöne Brauchtümer noch anreißen, die was mit Weihnachten zu tun haben. So, ich nenne euch jetzt ein paar allgemeine Fakten zum Trecker. Hier auf dem Hof ist es der größte Trecker und auch mit den meisten PS. Deswegen wird er vor allem für die Bodenbearbeitung genutzt, das heißt zum Beispiel Krubbern oder Scheibeneggen. Deswegen hat er auch keinen Frontlader, denn wie gesagt mehr für die Bodenarbeit und nicht für zum Beispiel die Stallarbeit. Das einzige Hubgerät, was der Trecker hat, ist die Fronthydraulik. Die wird benötigt für das Frontgewicht, wenn man zum Beispiel Scheibeneggen möchte oder krubbern möchte. Oder für das Frontmähwerk, wenn man zum Beispiel die Wiese nachmähen möchte. So viel zu diesem Thema und Tim nennt euch jetzt noch ein paar technische Fakten. So, herzlich willkommen heute bei unserer Weihnachtsausgabe. Und Emmy hat ja eben schon alles schön erläutert, wofür der Trecker allgemein auch genutzt wird. Und wir fangen jetzt einfach wieder hier vorne gleich mit an. Ja? Der Trecker, ja, 6195R oder 6195R oder 6195R. Ja, es ist scheißegal, wie man den Trecker nennt. Hier steht die Nummer, jeder weiß, was das für ein Trecker ist. Und das müssten wir jetzt rauspiepen, was ich sagen möchte. Also ist es doch eigentlich völlig egal, wie man den Trecker jetzt nennt. Das ist unser schöner John Deere. Ja, und hier steht er in seiner vollen Pracht. So, die Zahl sagt auch gleich noch aus, wie viel PS der Bursche hat. Es sind hier knappe 195 PS, ja. Der hat, so bewirbt John Deere immer nochmal Boost, da stockt er ein bisschen PS auf, aber eigentlich auch bloß ab einer bestimmten Geschwindigkeit, sag ich mal. Also der Boost kommt jetzt nicht hier schon bei 5 km/h, der kommt meist immer so alles über 10 oder 12. Bin ich jetzt kein technisches Ass, ja, ihr könnt da mich ruhig verbessern und schreibt es in den Kommentare, aber bitte liebe Kommentare, ansonsten fliegt er sofort wieder raus und mir ist das eigentlich scheißegal und Emmy auch. Genau, so zum Thema. Wenn er mal schwere Hänger ziehen muss und es ist ein Hang, dann schaltet sich der Boost ein, kriegt er mehr PS und dann geht die Luzi ab, sozusagen. Hallo Luzi, kommen Sie bitte mit. So, wir haben hier heute auch wieder einen schönen Tank. Das ist leider noch kein E-Traktor, der fährt hier mit Diesel. Grüße jeden da raus an Gredel. Aber wir haben jetzt schon AdBlue, ja, das wird auch nochmal wegen der Abgasnorm hier reingeknallt in den Trecker. Der brennt sich auf der anderen Seite aus, darum haben wir dieses riesen Kanonenrohr, ja, was der Auspuff eigentlich ist. Ich habe mich heute extra Weihnachtsrasseln in die Jacke getan, damit wir auch ein bisschen Atmosphäre kriegen. Hier ist die schöne Kanone, ja. Hier kann man dann beliebig auch noch Glühwein reinfüllen, wenn man mal Durst hat. Der wird dann auf, naja, knappe 600 bis 900 Grad erhitzt. Der ist dann schön warm beim Trinken. Ja, allgemein gibt es hier auch wohl noch nicht viel zu sagen. Hier hat sich schon die auch wohl gedacht, bauen wir mal einen schönen Tritt hin. Aber nicht so aufstiegsfördernd, sage ich mal. Also hier ist der Aufstiegskomfort nicht so, weil hier muss man draufklettern, als wenn man die Zugspitze erklimmen möchte. Ja, das ist aber noch mal schön, dass man hier dann auch die Scheiben putzen kann und hier noch rankommt. Das ist dann noch mal wundervoll, dass man überhaupt hier einen Tritt hat. Ja, weil die, glaube ich, die ersten Ausführungen von der R-Serie war der hier, glaube ich, überflüssig. Da war ich auch nicht dran. Möchte ich mich aber auch wohl noch nicht festlegen, weiß ich nicht zu 100%. Ja, so. Schutzbleche oder Kotflügel auch genannt. Ja.
Emmy sagte ja, wir machen nachher zur Futterbergung oder bei der Maat kommt hier statt dieses Frontgewichts das Frontmähwerk dran. Und wenn man jetzt hier so rumgeht mit der Kamera, sieht man hier die Frontzapfwelle. Da kommt die Gelenkwelle drauf und dann wird das gute Gerät davon angetrieben. Unser schönes Gewicht wiegt keine 2 Tonnen, aber kommt schon ran. Ich glaube, es sind 1,7, muss ich lügen, es sind 1,5, hier steht 1,5 dran, auch nicht schlimm. Das kann man auch abschrauben, dann hat man nur das hier, das sind glaube ich nur 750 oder sowas. Ist ja jetzt auch eigentlich erstmal vollkommen Ritze. So, wir beruhigen uns jetzt mal wieder ein bisschen. Jagdwurst haben wir heute nicht gegessen. Wir kommen jetzt einfach mal zu unserer Bereifung. Wir haben ja die standardmäßige Bereifung oder ich sag mal fast die kleinere Ausführung. Es gibt ja eine große und eine kleinere. Wir haben ja hinten 650er Schlappen drunter und allgemein sind die ein bisschen schmaler und die Felgen sind hier auch größerem Durchmesser. Bei der größeren Ausführung sind die Felgen ein bisschen kleiner im Durchmesser. Und die Reifen sind allgemein ein bisschen wuchtiger. Vorteil wäre jetzt natürlich hier bei der kleineren Ausführung, dass wir den Dreck nicht übermäßig über die Kotflügel, also über die Schutzbleche knallen beim Fahren. Hier sammelt sich ja schnell der Dreck und wenn es mal ein bisschen matschig auf dem Acker ist, dann fliegt hier sofort der ganze Dreck sonst wo hin. Die Straße sieht aus wie Sau, der Trecker sieht aus wie Sau. Darum haben wir jetzt hier die kleinere Ausführung. So viel erstmal zur Bereifung. Kommen wir zur Rückseite unseres wunderschönen John Deeres. Ja, hier sieht man die einfache Ausführung, dass man von hinten oder von draußen die Unterlenker steuern kann. Und das ist jetzt nochmal Arbeitsschutz, dass man hier die Zapfwelle ausschalten kann von draußen. Im Normalfall, ja, wenn wir hier irgendwas machen, zum Beispiel mit der Presse sind wir unterwegs, da ist die Zapfwelle ja an, sonst funktioniert das Gerät nicht. Gehen vom Sitz runter, dann ist da automatisch eine Sicherung drin, dass ja nach 5 Sekunden oder so schaltet er dann die Zapfwelle aus und dann benötigt man das ja eigentlich nicht mehr. Ja, ist jetzt jemand hier draußen gerade und der sieht hier was und der Trecker steht, dann rennt er hier hin und kann hier drauf drücken und der Fahrer weiß, oh, jetzt ist aus, jetzt ist irgendwas. Ist wahrscheinlich jetzt aber auch nicht der Normalfall. Also wenn was ist, macht man meist drinnen aus. Und wenn man vom Sitz runtergeht, dann schaltet sich die Zapfwelle allgemein auch sofort aus. Ja? So viel schon mal zur Zapfwelle und zur Hydraulik. Wir haben hier an dem Trecker 3 Steuereinheiten. Ja? Grün, blau und grau oder braun vielmehr. Wir haben keine 4. Steuereinheit, weil die eigentlich überflüssig will ich sie nicht nennen, aber wir brauchen eine 4. Steuereinheit eigentlich weniger oder fast gar nicht und darum haben wir uns auch bloß für 3 Steuereinheiten entschieden. Klar, wenn man eine neue Maschine kauft oder sonst was, seht ihr vielleicht auch schon beim Mulcher los. Manche Mulcher sind ja so gestrickt beim Heckmulcher oder so, der hin und her fahren kann, dann bräuchte man meist noch eine 4. Steuereinheit. Oder wenn man jetzt schon 2 Hänger hat oder einen Hängerzug, wo die Klappen hydraulisch hochgehen, zum Beispiel so ein Konnow-Zug. So ein großer HB90, hast du nicht gesehen, ich weiß nicht wie die heißen, war meiner Lehre mal, konnte ich mich noch so entsinnen, ja, als wäre es gestern gewesen. Aber bequemer wären da 4 gewesen. Haben wir jetzt nicht, brauchen wir nicht, haben wir nicht dazu bestellt. Wir haben jetzt hier natürlich auch wieder unseren Oberlenker, der natürlich nicht hydraulisch ist. Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare. Einfach ganz normal zum Drehen, steigt man halt einmal mehr aus und dann ist es halt so gewesen und ja, Bequemlichkeit siegt in dem Falle dann nicht mit dem schönen Teil. Hier haben wir jetzt auch 3 Möglichkeiten, wo man den Bolzen rausnehmen kann für unseren Oberlenker. Je nachdem, wenn mal ein Anbaugerät dabei ist, was jetzt mit dem Winkel nicht so zum Trecker passt oder das nicht so steil steht oder wie man es halt möchte, dann kann man das hier nochmal variieren und kann den Winkel halt besser einstellen. Dazu sind die Löcher jetzt auch nochmal da. Ja? Hier hinten füllt man das Öl auf, Hydraulik-Getriebeöl kommt hier dann drauf. Ja, hier den schönen Binokel, den kann man dann abschrauben und dann geht die Sache los. Hier haben wir unsere Kupplung. In der Fahrschule habe ich gelernt, ja, jetzt wohl ein richtig schönes Beispiel, dass man die Kupplung einfach mal schließt. Im Falle, hier laufen Kinder lang und die machen ja einfach mal so und dann klappt die Kupplung zu und dann macht das großes Aua am Handgelenk oder an der Hand. Ja, und dann stehst du da wie Hans Guck in der Luft. Wir können jetzt aber unsere Kupplung durch diesen Bautenzug von da drinnen aus auch öffnen und der Hänger ist ab und wir sind fertig und so ist es auch voller bequemer. Eins habe ich noch,
Wir haben natürlich wieder ein Zweikreis-Bremssystem, ja. Aber wir haben auch hier drüben ein Einkreis, ja. Ist bei uns, sage ich mal, hier im Osten, im Ostsektor von Deutschland, ist das noch vertreten, das Ding. Weil die meisten Hänger mit Einkreis fahren und nicht mit Zweikreis. Drüben in der neuen Welt ist das schon ein bisschen anders. Da war die Zeit auch ein bisschen voraus. Ja, da gab es auch schon Hänger, die waren ein bisschen moderner. Da gab es dann hier nur Zweikreissystem. Ja, darum muss man das auch mitbestellen. Das ist nicht selbstverständlich beim Kauf, dass ein Einkreisbremssystem mit dran ist. Also beim Treckerkauf muss man da schon drauf achten. Genau. So, und für Raudis, zum Beispiel für Leute wie Tim, ist es gut, wenn man die Antenne einklappen kann. So. Denn dann bleibt man nicht am Baum hängen. Ja, Emmy ist ein bisschen zu klein, darum funktioniert das jetzt nicht so. Da ist nochmal ein Haken, dann kann man die Antenne richtig einklappen, einklinken. Der Radioempfang ist trotzdem noch gegeben und dann kann man ja bequem lospflastern. Ja? Wir steigen jetzt einfach mal ein hier in unseren Schorsch. Wir sind jetzt im Inneren des Treckers. Ja, im Inneren. Im Inneren. Cockpit sind wir jetzt drinnen. An sich unterscheidet sich das schon ein bisschen zum Russen. Ja, das ist ja nicht mehr alles ganz so rustikal und wir haben ja auch schon einige elektronische Features drin. Wir können ja erstmal unser schönes Gerät hier starten. Ja, hier alle Kontrollleuchten nochmal. Zack, genau. Satellitensignal verloren. Super. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir hier halb im Wald stehen. Lichtlein machen wir mal hier an. Das sind jetzt nicht die Arbeitsscheinwerfer. Das ist jetzt das Abblendlicht. Hier stellen wir unsere Arbeitsscheinwerfer an. Ja. Hier, das ist jetzt egal. Eins hat dieselbe Funktion wie zwei. Unterschied hier ist zum Beispiel, ich mache es nochmal, dass man diese Lichter hier alle variabel verstellen kann. Wenn man zum Beispiel an einer Straße arbeitet oder an einer viel befahrbaren Straße, Autobahn, Bundesstraße und man ist nachts unterwegs, das Licht, das blendet ja nun wirklich schon ungeheim. Und darum kann man dann nochmal sagen, aha, links ist zum Beispiel die Straße, ich mache links die Scheinwerfer aus, mache die bloß rechts an, dass man da ein bisschen umsichtig fährt, sage ich mal. Ja, manche juckt es nicht. Man fährt dann einfach weiter und scheißt doch darauf, was auf der Straße passiert. Hier haben wir unser Direct-Drive-Getriebe, ja. Wir haben hier drei Gruppen, sage ich mal, und da sind auch nochmal Untergruppen von 8 Lastschaltstufen, die man dann durchwählen kann. Man kann hier auf Auto fahren oder wenn man den Binocle hier rüber macht, kann man hier mit Plus und Minus die Lastschaltstufen halt runterwählen oder hochwählen. Ja, ich erkläre es jetzt wohl auf meine Weise und nicht auf dem Fachjargon. Da gibt es ja viele, viele gute Videos bei YouTube. Da kann man ruhig mal gucken, wer sich da mehr für interessiert, der findet sich da in solchem Video wahrscheinlich mehr oder der sieht sich da mehr drin in solchen Videos. Ja? Hier kann man unser Radio, wenn es denn eins von John Deere ist, man muss es betonen, ja, kann man hiermit steuern. Geht bei dem jetzt nicht. Das ist nachträglich nochmal reingekommen. Wir hatten die einfache Ausführung. Ja, das hatte nicht mal ein AUX-Kabel und nicht mal ein USB-Slot. Ich weiß nicht, hat das ein AUX-Kabel? Ich weiß es nicht. Und das hat auch jetzt wenigstens noch Freisprecheinrichtung und ja, ist ein Tacken besser, aber halt kein Original-Radio. Darum funktionierten die Dinger jetzt auch nicht mehr. Ich hätte gesagt, wir fahren jetzt erstmal los, sonst ist es wohl auf Finster. Und los geht's. Ja, Frontgewicht haben wir jetzt einfach mal noch so dran gelassen, damit es noch was aussieht, wa? So, wir sind jetzt hier mal auf unserer einen Wiese gefahren. Wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie das hier mit GPS funktioniert. Ja, wir könnten jetzt hier einen Parcours abstecken und dann würde der auch gut fahren. Wir müssen dazu erstmal unser Lenksystem einschalten. Dann gehen wir hier oben auf den Reiter. Lenksystem Master einschalten. Ja, so, super. Jetzt machen wir noch eine Spurauswahl. Machen wir mal eine Spur. Wir machen mal eine Konturspur. Das kann man jetzt mal schnell zeigen. So, super. Jetzt drücke ich einfach auf Start. Und jetzt fängt er an, hier das alles aufzuzeichnen. Und wir können jetzt hier einfach mal eine Reise fahren.
wir fahren jetzt auch einfach mal hier nochmal beliebig so ein S. So, hier sieht man zum Beispiel auf dem Computer unsere Spur. Und dann fahren wir hier nochmal zu dem Rundballen. Wenn wir denken, wir sind fertig, drücken wir dann auf. Fertig? Ja. So. Machen wir jetzt einfach mal, das ist jetzt gegen Kreis, was wir gefahren sind. Jetzt fahren wir in dieselbe Spur von eben. Das können wir ruhig mal wegmachen. Dann fahren wir noch so hier. Wir sind ja da erst gestartet. So, und dann drücken wir jetzt hier einfach mal auf Auto und der Trecker fährt jetzt das hier alles alleine. Ja? So. Der fährt jetzt genau dieselbe Spur, wie wir entlang gefahren sind. Hier sieht man noch ein bisschen das Muster, jetzt kommt das S. Hab natürlich eine richtig scharfe Kurve noch gefahren, ja, da muss man dann ein bisschen weniger Gas geben. Je höher die Geschwindigkeit, umso höher ist halt auch, naja, das Problem oder das Risiko, dass der Trecker halt aus dem GPS rausspringt und dann muss man wieder selber lenken. Ja, jetzt meckert der Fahrtende voraus, also da hört jetzt unsere Spur auf, die wir aufgezeichnet haben. Und die geht dann geradlinig weiter. Ja. So, im letzten Zuge fährt jetzt Emmy noch. Ja. Dass du auch mal wieder Trecker fährst. Und ich auf dem Notsitz dran, der immer so bequem ist. Super. So. Das Schöne ist ja bei dem Trecker, es ist ein Automatik-Trecker. Ich bin ja eh für Automatikfahrzeuge und nicht für Schalter. Deswegen finde ich das sehr positiv. Ja. Ja. Toll, wa? Ja, sehr toll. Aber den könnte man jetzt rein theoretisch auch so lenken hier. So, zack. Und dann hat man hier die Gruppe. Ich hoffe, man sieht es. Und dann kann man hier mit der Hand die Lastschaltstufen runterschalten, was ich vorhin gesagt habe. Oder beliebig halt auch wieder hoch. Oder wenn man dann so wie Emmy lieber Automatik fahren will, dann macht man hier Automatik rein. Und die Luzi geht ab. Hallo Luzi! Und auch anders als beim Russen, dieser Trecker hat Sitzheizung. Ja, da brennt dich der Arsch weg, wenn du das möchtest. Ja, und einen schönen Beifahrersitz. Ja. Da muss man sich nicht so hinquetschen. Das ist auch für dicke Leute. Also ich finde den Russensitz eigentlich sehr schön. Ach so? Ja. Ja. Der ist affentitten geil. So würde es ein Detlef Müller sagen. So, wir fahren jetzt rein und dann beschäftigen wir uns ein bisschen mit schönen Brauchtümern. Ja, mal sehen, was euch da so erwartet. So, wir sind jetzt drin und wollen euch ein paar winterliche Bräuche erzählen, die es so gibt. Manche hängen vielleicht sogar mit der Landwirtschaft zusammen, also seid gespannt. Es gibt ja verschiedenste Bräuche in jeglicher Hinsicht. Wir wollen natürlich jetzt auf die weihnachtliche Zeit eingehen, weil es ist ja gerade Weihnachten. Richtig. Weihnachten steht ja kurz vor der Tür. Und selbst da gibt es ja schon die unterschiedlichsten Bräuche. Wir zum Beispiel haben ja den Brauch, jedes Jahr den Weihnachtsbaum zu schmücken. Das haben wir dieses Jahr auch schon zusammen gemacht. Dieses Mal ein Kraftakt, das Scheißding hier rinhucken. Dann liegt alles voll mit Nadeln. Ja. Lichterkette drumrum. Dieses Jahr haben wir sogar zwei gebraucht, weil er so groß ist. Mhm. Wir hätten es eigentlich mal filmen müssen. Wir haben es leider noch nicht gemacht. Nee, haben wir nicht gemacht. Aber wir wollten jetzt auch nicht nochmal alles abbauen und nochmal filmen und alles wieder dran schmeißen. Wo ist meine Stimme geblieben? Könnte ich mich ja glatt bei Herr der Ringe bewerben. So, durchs Fortfahren. Aber nicht wegfahren, sondern durchs Weitermachen. Ne? Ich fahr gleich fort, ja. Ja, fort? Fort. Fort. Alles klar. Dieser Brauch ist wahrscheinlich auch für die meisten Menschen gleich, weil ich denke mal, die meisten werden diesen Brauch auch durchführen, auch in den verschiedensten Ländern. Ich sag nur Amerika, da ist das ja sowieso alles ein bisschen verrückter als hier.
Da ist der Baum noch größer als bei uns wahrscheinlich und noch mehr alles geschmückt. Aber so im Großen und Ganzen machen das die Menschen ja eigentlich gleich. So, wir hängen ja auch die Kugeln dran und Lametta zum Beispiel. Es gibt natürlich aber auch Bräuche, die im Ursprung ganz anders sind, aber im Laufe der Zeit haben die Menschen das einfach abgewandelt und somit sind sie auch einfach anders geworden. Ist natürlich nicht schlimm und wir wollen euch ein paar davon jetzt erzählen. Richtig. Eigentlich kommen wir mal zum super duper Brauch. Morgen, also das Video ist heute aufgenommen, der 19. Dezember. Morgen ist der 20. Dezember und morgen wird auch der kürzeste Tag im Jahr, also der 21. oder die Nacht zum 21. Dezember ist die Wintersonnenwende. Ja. Ja. Mhm. Das heißt, da ist die Nacht am längsten und der Tag am kürzesten. Wenn der Tag vorbei ist, dann werden die Tage auch wieder länger. Richtig. Und zwar gibt es ja auch verschiedene Bräuche, ja, das ist auch von Land zu Land anders. Also wenn ich jetzt unsere Nachbarländer angucke, Gesundheit. Gesundheit. Das war unser Hund, Samira. zum Beispiel Österreich, oder da werden ja verschiedenste Bräuche noch angewendet. Zum Beispiel. Meine Güte. Gesundheit. Samira, was ist los? Hier ist auch scheiße warm drin hier. Wir haben ja aber Heizung auf 80 Grad gestellt hier. So. Klimbim ist wieder dabei. Busa. Die Nacht vom 20. zum 21. Das ist sozusagen eine Rauhnacht, ja. Und das sind Rauhnächte. Und da werden verschiedene Bräuche angewendet. Zum Beispiel Räuchern irgendwie, sag ich mal, von Lavendel oder Salz wird da dann ins Feuer geschmissen und das raucht dann so ein bisschen und das vertreibt auf jeden Fall die bösen Geister und das Unheil und Krankheiten, alles sowas. Das sind halt, ich finde das ziemlich interessant, weil morgen wäre jetzt so ein Tag, wer das machen möchte. Wir sind ja hier schon fast in dem Reich der Hexen und Hexer. Und noch so ein Brauch aus Österreich. Die machen nämlich jeden Donnerstag vor Weihnachten ein fettes Besäufnis. Genau. Das war's. Genau. Nee. Nee. Die gehen da von Tür zu Tür und klopfen da richtig laut dran, damit sie die bösen Geister verscheuchen können. Genau. Und dann wird das Unheil rausgekloppt. Genau. Die sind dann nicht mehr da und fliegen weg. Ja, genau. Gesundheit. So, und jetzt passend einfach dazu, ja, haben wir hier unser schönes Räucherhaus, ja. Machen Sie das mal bitte auf, meine Assistentin. So, ja. Das, was man eigentlich nehmen soll. Oh, das zündet aber jetzt das Zeug, ja. In der Weihnachtsbäckerei. Zack, 112 kann kommen. Und dann räuchert unser schönes Räucherhaus. Und dann kann man hier überall durch die Kante laufen. Und dann sinnbildlich, ja, hören wir jetzt hier die bösen Geister vertreiben. Ist jetzt nur eine Räucherkerze. Gegen Lavendel, gegen nichts. Also. Deine Mama zum Beispiel, die legt ja auch jedes Mal zu Heiligabend Heu unter die Tischdecke. Und das soll einfach bewirken, dass die Familie gesund bleibt und dass nichts passiert. Genau, oh, irgendwo so ein kleiner Brauchtum. Ja. Ich weiß nicht, wie das woanders vielleicht ist. Hat vielleicht noch eine andere Bedeutung. Bei uns hat es immer so die Bedeutung gehabt. Interessanter Brauch wäre jetzt zum Beispiel auch noch so ein älterer, habe ich jetzt gelesen, dass man vorrangig in der Landwirtschaft kümmert, man sich ja dann um die Tiere. Und drin wurde dann schon das Essen vorbereitet von der Hausherrin, dann wurde zusammen gespeist, Gäste wurden eingeladen, die haben dann natürlich auch mitgegessen. Und wo das Festmahl dann vorbei war, wurde vom Hausherrn nochmal ein Apfel verteilt, der nochmal in so viele Stücke aufgeteilt wurde, wie Gäste da waren. Ja? Und wenn dabei aber beim Zerkleinern des Apfels ein Kern durchtrennt wurde, dann war das ein schlechtes Omen und das hieß, dass dann ein Todesfall geben würde. Ist vielleicht nicht so toll. Ansonsten sollte das Stück vom Apfel eigentlich nur den Menschen das Gefühl geben, wenn er sich verirrt, ja, dass er dann an das Stückchen Apfel zurückdenkt und dass er dann seinen Weg wieder findet. Wahrscheinlich, weil man sich im familiären Kreis diesen Apfel teilt. Dann erinnert man sich daran zurück und ja, warm, Herzgefühle, irgendwie so. Und die Essensreste wurden damals an den Bäumen verteilt oder an irgendwelche Stauden oder so, die uns Feld gibt. Und das war
Einfach aus dem Grund, damit die Pflanzen oder der Baum oder die Staude was zu essen hat. Ja, und das sollte dann für eine reiche Ernte oder tragende Bäume im kommenden Jahr führen. Ja. Ja. Kann man machen. Ja. Wenn ihr noch irgendwelche Bräuche habt, irgendwas Cooles, dann könnt ihr ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja. So, wir haben euch jetzt ein paar Bräuche erzählt, die wir ganz interessant fanden. Wir wollten euch die einfach mal mitteilen. Und wie Tim vorhin schon gesagt hat, falls ihr davon noch welche benutzt, dann könnt ihr es ja gerne mal unten reinschreiben. Das würde uns auch sehr interessieren. Wir wünschen euch natürlich noch einen schönen 4. Advent, ja, und auch noch schöne Weihnachten, falls wir uns nicht nochmal melden sollen. Genau. Aber vielleicht kommt ja noch was. Ja, vielleicht. Vielleicht im Laufe der Weihnachtsfeiertage machen wir noch ein kleines Grillvideo, wenn alles zusammenpasst. Und wenn wir es schaffen mit dem Schneiden, wir wollen ja ein bisschen mit der Familie mal ein bisschen Zeit genau gewinnen. So. Und in diesem Sinne, tschüssi. Macht's gut.